So, Hallöchen und willkommen zurück. Hier sind wir auch wieder mal in Minecraft. Und ja, stehen geblieben waren wir hier inmitten der Höhle. Da hatte ich ja letztes Mal das Ganze erstmal soweit pausiert und habe jetzt erstmal eine, ja doch, durchaus etwas größere Pause gehabt, in der ich jetzt auch das Ganze hier nochmal ein bisschen umgestellt habe mit dem Mikro und werde jetzt einfach mal in Hoffnung dessen, dass das jetzt nochmal eine Ecke besser ist oder meinetwegen auch gleich bleiben, mir scheißegal, denn so ist es für mich nochmal eine Ecke komfortabler, das Ganze so jetzt einfach erstmal weiterführen, solange das nicht sich nachher ganz kacke anhört in der Aufnahme. Okay, so, dann lecker Eisen, eins, toll. Ja, dann wollen wir mal schauen. Mann, warum habe ich denn jetzt zwischendurch? Irgendwie fehlt mal ein Frame, habe ich so das Gefühl. Na, jetzt geht's wieder. Okay, also, dann wollte ich gerade nochmal hier gucken. Erde ist natürlich schon äußerst rar hier mal wieder. Hauen wir das da mal weg, so. Schwupp, schwupp, schwupp. Und hier hoch und dann da nochmal. Da nicht noch irgendwo Kohle oder Eisen oder was weiß ich was ist. Traue ich mich da jetzt so? Ja, okay. Und zwar sieht es hier ziemlich leer aus. Okay, ich müsste da oben dann nochmal irgendwie gucken, aber hier ist es schon mal soweit ganz leer. Das ist schon mal sehr gut. Oder naja, was heißt sehr gut? Da müssen wir zumindest da nicht noch uns irgendwo groß hochbuddeln. Dann ist das nächste, denke ich mal, hier vorne die Kohle. Das Wasser haben wir eben hier unten weggemacht. Das heißt, hier können wir die Erde auch schon wieder abbauen. Haben wir eine Schaufel? Jo, wir haben Schaufeln. Da ist sogar eine angebrochene. Nehmen wir die doch. Schwupp, 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 schwupp. Und haben wir eigentlich die Viecher ausgestellt? Oder? Nee, steht auf normal. Ist ja schon leicht verwunderlich, dass hier gar nichts ist, wo es doch stockduster ist. Ja, ist schon wieder komisch, ne? Ist ja schon wieder nicht ganz normal. Es schreit ja schon wieder danach, dass hier gleich irgendwo aus irgendeiner Ecke uns eine Spinne anfällt oder ein Creeper runterfällt und in der Luft erstmal noch explodiert oder irgend so ein kranker Scheiß. Das wäre jetzt mal wieder mehr als typisch. So. Jut, jut, Kohle, 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 Kohle. So, 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 so. Oh, so viel Kohle. Mann, die will ich gar nicht alle abbauen. Fackel. Damit ihr auch was seht, ne? Ja, und jetzt ist die Hälfte der Kohle da runtergefallen, so ein Mist. So, schwupp. Na, okay. Mittlerweile hat sich übrigens, so wie ich das dann doch auch letztendlich ganz gut finde, die Abstimmung für das Texturen-Package, die ich jetzt ja durchaus ein paar Tage habe laufen lassen, doch auch mehr in die Richtung ja, ausgewirkt oder begeben oder wie auch immer, dass ich am besten dann doch, der ist noch Eisen, bei dem aktuellen Package auch bleibe. Es haben zwar auch viele vorgeschlagen, ja, nimm doch lieber das andere, das sieht echter aus und ist so besonders, weil das ja diese 16x16 Pixelstruktur beibehält und was nicht alles. Und ich finde, es sieht auch ganz gut aus, aber ich glaube, ich habe das auch in den letzten Folgen schon gesagt, ich weiß es gerade gar nicht, ist wie gesagt schon ein bisschen her. Das Texture-Pack, sage ich immer so gerne, das Texturen-Package sollte für mich, damit ich das nutze und vor allen Dingen auch gerne nutze, A, fertig sein und nicht irgendwie bei 80% oder was weiß ich, wie das Waffen und Rüstungen so noch komplett fehlen, das finde ich zum einen assi. Und außerdem, sorry, finde ich auch noch wichtig, dass man das Texturen-Package eben nicht zu oft wechselt, damit das Let's Play nicht irgendwie quasi an Charakter verliert oder so. Ich kann halt nicht auf jeden Wunsch eingehen, wenn der eine sagt, ja nimm doch hier Honeyball oder der nächste sagt, nimm dann wieder das alte. Und der dritte sagt, spiel doch lieber ganz ohne Texturen-Package oder was weiß ich wie. Auch wenn letzteres jetzt noch nie vorgeschlagen wurde, aber dennoch. Da kann ich halt nicht immer, da kann ich es nicht jedem recht machen. Das ist, denke ich, auch nachvollziehbar. Deshalb gehe ich zum einen ein bisschen immer danach, was ich ganz cool finde. Und ouch, zum anderen lege ich mich auch gerne mal auf die Fresse. Und zum dritten muss ich natürlich auch so ein bisschen angucken, was sich anbietet. Hier finde ich zum Beispiel jetzt ganz gut, dass ja durchaus durch die Render, durch den Render-Vorgang eben so ein bisschen Qualität verloren geht. Das sieht hier dann eben dennoch bei weitem besser aus, eben auch mit kleinem, Qualitätsverlust, als es das zum Beispiel bei einem Realistic Package aussieht. Wenn ihr das zum Beispiel euch irgendwelche 1080p Videos davon anguckt, dann sieht das meistens, naja, akzeptabel aus, aber für 1080p ist es dann schon mehr oder weniger lächerlich. Und darum finde ich das so eigentlich ganz in Ordnung. So, nein, wir hauen die Kohle nicht mit dem Fleisch aus der Wand. Das würde zu lange dauern und das Fleisch wäre danach auch leicht steinig gewürzt.
Fast so, wie man uns im Steinofen gebraten hätte. Naja, braten geht nicht so richtig. Gebacken, nee, Steak backen ist auch nicht so. Ach, verdammt, jetzt habe ich schon wieder den Joke versaut. Meine Fresse doch. So, dann. Kohle, Kohle, Kohle. Ich will mehr Kohle, Kohle, Kohle. Ich brauch so viel Kohle, Kohle, Kohle. Und will mehr Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Yay. Oh, alle. Gut, dann war da auch noch irgendwo etwas. Schwupp. Und da. Schwupp. Und nee, kein Schwupp. Dann aber so. Und dann hier hoch. Und dann so. Und dann Fackel. Und dann noch einen hoch. Und dann abbauen. So. Jetzt haben wir's. Gut, gut. So, ansonsten, eigentlich war ich ja mehr oder weniger dabei, hier oben über dem ganzen, ich nenne es jetzt einfach mal wieder Chunk-Error-Ding, hier eigentlich mal eine Glasdecke drüber zu ziehen. Aber dafür wollten wir es ja auch erst leer farmen, da haben wir auch schon einen Zombie rumstehen. Ich gucke mal gerade mit Zoom, na, da scheint aber auch nichts mehr zu sein. Darauf futter ich erstmal unser letztes Steak. Oh mein Gott, aber wir haben noch Brot dabei, das ist gut. So, dann das hier alles wieder ein bisschen wegreißen. Und jetzt müssten wir eigentlich irgendwie nochmal von der anderen Seite gucken oder so. Also hier sehe ich nichts mehr. Wir hier uns mal irgendwie runterbegeben. Moment. So, und dann... Ah ja, und dann... Na, und dann vielleicht da und da und... Ach, was soll's. Ah, hat's auch gegangen. Geklappt. Gut, dann... Ah, da ist noch Kohle. Ach, wie ärgerlich. Hole ich die jetzt auch? Ja, noch brauche ich Kohle. Noch brauche ich alles, was ich kriegen kann. Noch schwimme ich nicht im Geld, sozusagen. So, ich brauche sämtliche Kohle. Da, gut. Da haben wir aber, glaube ich, sogar genug Dirt für, wenn ich mich nicht irre. Ja, das sieht gut aus. Gut, eine Fackel und dann hier vor einfach noch gerade zwei. So, dann haben wir hier auch ein bisschen Platz. Kohle, Kohle, Kohle. Zwei Kohle. Wie deprimierend. Jetzt will ich mich selbst umbringen. Nein, ich mach's besser nicht. Auch wenn es gerade schon was passiert wäre, weil ich mal ganz bedenkenlos gerade einfach Shift losgelassen habe. Aber was soll's. Noch ist nicht zu spät. So, gut, dann haben wir es jetzt aber, oder? Jetzt haben wir es doch so langsam. Hier unten ist auch nichts. Immer noch eine Fackel hin oder so. Da vielleicht noch eine. Dann sieht das von oben auch nochmal eine Ecke interessanter aus. Wenn wir jetzt dem Zombie da entgegenrennen und wahrscheinlich oben an der Leiter dann zusätzlich auch noch ein Creeper erwartet. Da stehen... Achso, so ein Kühe, okay. Dann werde ich mal ganz vorsichtig einen gewagten Blick da nach oben werfen. Und ich frage mich gerade, ob die Musik nicht sogar vielleicht viel zu leise ist. Und ich habe natürlich wieder mal den Timer vergessen. Ich kriege das ja jedes Mal wieder gut hin. Boah, das sieht aber geil aus mit dem Sonnenaufgang da. So, ein Blick um mich herum. Da ist nur ein Zombie, da hinten ist ein Creeper und der da kommt nicht dran und nichts und was nicht alles. Gut, sehr schön. Dann haben wir ja jetzt sogar mal eine Nacht hier überlebt, ohne schlafen zu gehen. Also, wir haben halt die erste Nacht überhaupt mal durchgehalten. Hoppala. Und ja, die ersten Viecher brennen da auch schon. Der Creeper brennt leider nicht. Ich glaube, wir machen mal gerade so platt, denn sonst werde ich nachher irgendwann, wenn ich mal ganz unbedacht aus dem Haus rausgehe, dem mitten in die Arme laufen. Da begegne ich dem noch mal lieber jetzt gerade. Jetzt, wenn ich das... Ah, sehr schön. Nachher irgendwie noch ganz unbedacht mache. Okay. So, ein weiterer Vorschlag kam übrigens. Warum war meine Haustür auf? Das ist nicht gut. Da ist auch nichts. Nein, sehr schön. Also ein weiterer Vorschlag war übrigens, hier noch Fensterscheiben reinzumachen. Das würde ich auch ganz gerne, also probiere ich jetzt auch mal gerade einfach aus. Ich befürchte nur, dass es kacke aussieht, aber man weiß ja im Voraus nie. Und hier habe ich noch ein paar Scheiben, das ist sehr schön. Inventar müsste ich auch mal aufräumen, eigentlich so ein bisschen. Kohle packe ich mal jetzt einfach hier irgendwie noch so ein bisschen mit rein. Hier fehlt ja hier und da auch noch was. Na, machen wir es einfach erstmal so. Glas nehmen wir auch schon mal einen Teil raus. Da war nichts. Hier ist noch am Laufen. Hier waren überall 32, glaube ich, jeweils. Ja, genau. Ich hatte das ja so schön aufgeteilt, weil das genau passte mit der Kohle, die ich noch hatte. Okay. So, aber jetzt bin ich schon wieder pleite. Die ganze Kohle ist schon wieder im Ofen. Und nein, hier wollte ich nicht hin, sondern ich wollte da vorne das mal ausprobieren. Und ich muss sagen... Also ich denke, ihr könnt euch die Antwort selbst denken. Das kann man voll knicken. Also ich könnte jetzt natürlich irgendwie hier die Ränder wegmachen und dann links und rechts. Probiere ich das jetzt aus? Ach komm, was soll's, probiere ich das mal gerade aus. Ich habe ja das
jetzt eh mehr oder weniger über. Also ich brauch's ja nicht unbedingt, das fände ich aber schon allein aus dem Grunde so ein bisschen kacke, ehrlich gesagt, weil dann irgendwie diese Stützen fehlen. Also ja, ich könnte jetzt natürlich hier das Fenster komplett bis da hinten durchziehen. Aber ganz ehrlich, ich finde, das sieht echt besser aus, wenn man einfach diese Säulen hinmacht und dann so ein Freiluftfenster hat. Das ist, denke ich, das sieht besser aus. Also finde ich persönlich zumindest, wenn ihr habt jetzt gerade gesehen, wie es aussieht, wenn ich nur das da innen reinmache, müsst ihr natürlich wissen, also ich lasse euch da ja auf jeden Fall mitentscheiden, das ist ja, denke ich, klar. Aber, naja, nur diese vier Blöcke da jeweils auszufüllen, das sah auf jeden Fall gerade zum Kotzen aus. Okay, hier unsere Fenster sehen wir gar nicht, das finde ich ist schon richtig cool eigentlich geworden. Man könnte es natürlich noch einen höher machen, damit man springen kann auch. Aber das ist, denke ich, soweit eigentlich schon ganz gut geworden hier. Ich muss natürlich nochmal gucken, wie ich das da hinten genau mache, dass es dann auch alles supi aussieht. Aber so ist das schon erstmal in Ordnung. So, gut. Glas habe ich. Die Glasscheiben packe ich mal hier weg. Und dann machen wir noch ein bisschen Eisen. Glas hier. Ach komm, was soll's. Nehmen wir das auch schon mal. Und dann. Schwupp. So, fangen wir auch schon mal an mit dem Zubauen da hinten. Und ich glaube, ich mache gerade erstmal die Musik ein bisschen lauter. Es kann sein, dass ich mich irre. Ich selbst höre das jetzt ja gerade nicht, aber die kommt mir echt ein bisschen leise vor. Also so vielleicht mal. Ich hoffe jetzt auch nicht, dass sie zu laut geworden ist gerade oder so, aber ich denke eher, dass die relativ leise ist, weil das jetzt ja auch relativ ruhige und stille Musik ist. So. Gut, wie mache ich das hier? Nach welcher Höhe richte ich das aus? Nach der Höhe vom Meeresspiegel oder nach der von da oben? Ich würde eher sagen, die vom Meeresspiegel, weil das das Tiefste ist und da von oben dann halt die Erde so ein bisschen drüber hängt, was nicht weiter schlimm wäre. Wenn ich es allerdings auf die obere Höhe da mache, dann stünde es hier quasi so drüber, dass man noch reinfallen kann. Oder eben so seitlich nur aufs Glas guckt, das finde ich jetzt nicht so toll. Also mache ich das einfach mal auf diese Höhe. Halte mir im Voraus gerade auch erst noch einmal hier die Leiter soweit frei. Kann ich jetzt da irgendwie nicht dran bauen? Nein, das war krass. Oh, den hätte ich auch eigentlich lassen können. Naja, egal. Lass mir das auch erstmal noch frei, dass wenn ich da doch nochmal irgendwie runter will, noch irgendwas machen will, kann ja sein, dass mir irgendwas einfällt oder ich Lava brauche oder was weiß ich wie, bietet sich da ja auch gerade an. Da lasse ich das erstmal noch so, aber an sich kann das hier natürlich jetzt schon mal großflächig zugebaut werden. So, gedrückt halten tue ich hier so ungern, nicht, dass der mir hier mal eben gleich irgendwie drei Glasblöcke falsch baut oder sowas. Da bin ich ja immer ganz vorsichtig. Dann lieber ein paar Mal mehr klicken. Und ja, achso, wo ich gerade gesehen habe, dass zum Beispiel der Inventory-Mod mir die Glasscheiben nachgezogen hat, das erinnert mich auch an das Nachziehen der falschen Holzblöcke. Da habe ich auch ein bisschen Hilfestellung bekommen. Also es ist wie gesagt noch so, wie ich das schon vermutet habe, dass die Holzblöcke im Moment bei dem Mod noch eben die gleichen IDs oder was weiß ich wie haben, daher random nachgezogen werden. Aber es wird eben nicht ganz random nachgezogen, sondern immer das, wovon ich eben am wenigsten habe. Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal an, das hier ist jetzt, keine Ahnung, Dschungelholz, das hier ist Eichenholz und das hier Birkenholz. Wenn ich jetzt das Dschungelholz aufbrauche, dann zieht er immer das nach, wovon ich im übrigen Stack das wenigste habe. Also jetzt wird er die 15 nachziehen oder jetzt wird er eben hier die 12 jeweils nachziehen. Das heißt letztlich nur, dass wenn ich beide Holzarten dabei habe und will, dass er die nachzieht, mache ich einfach hier gerade halbe Stacks oder sowas draus, dass es dann eben weniger ist und dann ziehe ich das auch passend nach. Muss man eben immer so ein bisschen nachgucken, solange jetzt 1.3 noch nicht raus ist und der Mod geupdatet. Aber das ist so auch schon in Ordnung. Tja, sperre ich die jetzt ein? Geht gerade gar nicht. Mache ich das jetzt einfach mal so? Ey, tut mir leid. Naja, das schafft ihr schon. Ansonsten einfach springen, ne? Hier ist ja ein Block, dann ist nicht mehr ganz so tief. Die gucken mich aber auch an. Oh, tut mir aber leid. So. Jut. So, ja, das geht ja eigentlich ja sogar ganz gut. Wir haben noch ein ganzes Stack Glas. Das ist ja richtig super hier. Ich dachte, das wäre jetzt so eine riesen Bauaktion oder sonst was. Aber das geht ja flotter, als ich mir das jemals ausgemalt hätte. Wahrscheinlich einfach aufgrund dessen, dass das Ganze ja nur eine einzige Fläche hier ist sozusagen und man nicht irgendwie hier jetzt noch, ist ja nicht nur der Boden von einem Haus oder sowas, sondern ist halt eine Fläche, über die man dann auch super drüber laufen kann etc. Natürlich immer ein bisschen aufpassen, dann sollte man vielleicht nicht gerade nach unten gucken und mit der linken Maustaste rumspielen oder so. Aber von der Sache her, gute Idee auf jeden Fall und so gefällt mir das Let's Play auch. Das war ja auch der eigentliche Plan, dass eben
ihr euch natürlich oder ich euch, wie auch immer jetzt das zu formulieren ist, in das Ganze mit einbinden, dass ihr eben mithelft sozusagen Entscheidungen zu treffen. Und das ist ja immer mega awesome, dass man hier jetzt durch die Connected Textures oder wie das ausgesprochen, ich sag immer Textures, das ist so genau ein Texture-Pack, auf jeden Fall, dass man hier die Ränder nicht sieht, nur da am Rand eben. Das ist ja richtig awesome. Nice, sehr nice. Okay.